Marschmusik, Pferde und hunderte Soldaten in roten Uniformen. Der britische König Charles III. Ist erstmals seit seiner Thronbesteigung mit der Geburtstagsparade Trooping the Colour geehrt worden. Er selbst schloss sich zu Pferd an, in roter Uniformjacke und mit Bärenfellmütze. Zehntausende Menschen hatten sich entlang der Route in der Londoner Innenstadt versammelt. Zum Abschluss trat die royale Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zusammen und winkte der Menge zu. Annette Dittert ist für uns in London. Ja, was waren heute die Höhepunkte? Die Höhepunkt oder der Höhepunkt war die große militärische Flugschau am Ende. Die Kunstflieger, die ein perfektes Initial CR, Charles Regino, also König Charles, an den Himmel malten. Da ging wirklich ein Raunen hier durch die Menge. Das war perfekt und das war auch deswegen so besonders, weil ja bei der Krönung der sogenannte Flypass wegen schlechten Wetters ausfallen musste. Das heißt, er wurde heute hier perfekt nachgeholt und das wurde eben auch hier von allen, die hier anwesend waren, als Höhepunkt empfunden. Insgesamt war es schon so, dass ich den Eindruck hatte, es waren nicht ganz so viele da wie in den vergangenen Jahren bei der Queen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass es nun einige royale Ereignisse gegeben hat in den letzten Monaten, Großereignisse und vielleicht viele deswegen in diesem Jahr gedacht haben, das lassen wir mal aus. Aber es war insgesamt eine gelungene Veranstaltung, kann man sagen. Ja, King Charles hat ja die Parade abgenommen in roter Uniformjacke und mit Bärenfellmütze, haben wir gerade schon gesagt. Man hat ihn ja fast nicht erkannt. Ja, diese Mützen, die gehen eben tief ins Gesicht. Man musste schon wissen, wo er war. Er hat es aber insgesamt ziemlich bravourös gemeistert. Das ist ja eine ziemlich lange Strecke von hier zurück und dann zum Paradeplatz und dann dort eine Stunde. Und es war ziemlich heiß, die Parade abnehmen der vielen verschiedenen Kavallerieregimenter. Und dann musste er noch mal eine ganze Stunde langsam hierhin wieder zurückreiten zum Buckingham Palace, wo er noch einmal abnehmen musste und inspizieren musste. Das waren schon 2 Stunden bei ziemlicher Hitze und der ist ja auch mittlerweile schon 74, der Gute. Ja, King Charles hat ja erst im November Geburtstag, wird dann 75. Dennoch bleibt es bei dieser Tradition, im Juni bereits zu feiern. Warum nochmal genau? Einfach wegen des Wetters. Also die Queen hatte ja im April Geburtstag, da regnet es traditionell immer. Und mit einem neuen König, der nun ausgerechnet im November Geburtstag hat, wo es kalt und nass ist, mit ziemlicher Sicherheit kalt und nass ist, da hat man sich eben einfach entschieden, dass man beim Juni bleibt. Das ist eben traditionell ein Monat, wo eigentlich fast immer die Sonne scheint. Und ja, das hat auch diesmal geklappt. Gott sei Dank eben auch nicht so heiß wie bei der Probe am vergangenen Samstag, wo ja gleich 3 Soldaten der Garden umgefallen sind wegen der Hitze. Also heute ging es, waren 21 Grad und ab und zu auch wieder bedeckt. Insofern, heute lief alles nach Plan. Heute fiel keiner um. Das war ja ziemlich schräg letzten Samstag bei der Probe. Und die Videos von diesen armen Menschen, die dann eben in der Hitze umfielen, die gingen viral und um die Welt. Und da haben heute, glaube ich, alle sich gefreut oder waren sehr erleichtert, dass das Wetter heute etwas weniger heiß war als bei der Generalprobe am letzten Samstag. Wir haben es ja gerade auch schon angesprochen. Es kamen jetzt nicht die Massen und haben zugeschaut. Ist das jetzt ein Dämpfer für Charles? Das muss man abwarten. Also es wurde im Vorfeld viel darüber spekuliert, dass diese Geburtstagsparade seine allererste, er ist ja selbst auch immer mitgeritten seit über 45 Jahren, glaube ich, dass das schon eine Art Popularitätstest für ihn werde. Wenn man das ganz streng so anlegt, dieses Kriterium, dann muss man sagen, die Stimmung war wirklich insgesamt freundlich, fröhlich, aber eben nicht so begeistert wie früher in den letzten Jahren bei der Queen. Andererseits, wie gesagt, man muss fairerweise auch immer dazu denken, das ist ja im letzten Jahr gleich 3 riesengroße Ereignisse dieser Art gegeben hat. Und viele der britischen Monarchiefans, die kommen auch von weit her häufig, von außerhalb Londons. Und die haben sich vielleicht dieses Jahr gedacht, Mensch, ich war jetzt schon 3-mal da, das lasse ich jetzt mal aus in diesem Jahr. Insofern wäre ich da vorsichtig. Insgesamt muss man sagen, und das hat man auch heute gemerkt, Charles hat diesen Übergang von seiner Mutter wirklich bruchlos hinbekommen. Er ist akzeptiert als König und die Monarchiekritiker, die immer gedacht haben, die Übernahme der Krone durch Charles wäre ihre große Stunde, die sind auch weiter sehr leise im Hintergrund. Die Kritik hält sich wirklich in Grenzen, auch heute. Und insofern kann man sagen, es war ein bisschen the same procedure as every year, almost. Danke für diese Schilderungen, Annette Dittert nach London.